präsentiert. Eine Produktion von Ex Nihilo. Co-produziert von Audio Gaming Natural Born Interactive. Plug-in Digital Label. Und damit hallo und herzlich willkommen beim neuen Let's Play hier auf Just Insane. Typewriter ist ein Spiel, das war vor kurzem im PS Plus Abo mit drin. Ich habe absolut keine Ahnung, was es da geht. Scheint wohl irgendwie eine Art Rätsel-Geschicklichkeitsspiel zu sein, wie ich jetzt mal stark vom Look her hier ausgehe. Ich bin diese komischen zwei schwarzen Kugeln. Wahrscheinlich einfach Punkte. Und ja, das sieht jetzt erstmal aus hier wie so ein Tutorial. Sich fortbewegen. Bewege dich mit dem linken Stick, um sich fortzubewegen. Hey. Okay. Aber heißt es normalerweise nicht, bewege dich mit dem linken Stick, um dich fortzubewegen? So viel zu einem Spiel, das irgendwie mit Buchstaben zu tun hat. Naja, gut. So, erinnert so ein bisschen vom Look her an Limbo. Die Felsmalereien. Drücke die Optionstaste, um den freigeschalteten Inhalt zu sehen. Na dann. Origins. Ah, da gibt es wohl viel und Text und sowas. Okay, Navigation zurückgepasst. Bravo, irgendwas. Hände in den Cuevas de la Manos, Argentinien. Die Felsmalereien. Bereits in der Urzeit, lange vor Erfindung der Schrift, hinterließen die Menschen Spuren ihrer Anwesenheit in den Höhlen, in denen sie sich aufhielten. In der 1994 entdeckten Chafaud-Höhle, einer der ältesten Höhlen mit Wandbildern weltweit im südöstlichen Frankreich, finden sich zahlreiche Malereien aus den Jahren 32.000 bis 30.000 vor Christus. Die meisten von ihnen stellen Tiere dar, aber man findet auch Mischwesen aus Menschen und Tier und menschliche Hände. Die verschiedenen Motive überlagern einander und erscheinen zweidimensional. Denn die Konturen der dargestellten Figuren sind ineinander verschlungen. Die Künstler der Urzeit beherrschten verschiedene Techniken. Die Motive sind teils in den Fels eingraviert, wahrscheinlich mit einem harten oder gespitzten Stein. Teils gemalt. Durch Zerreiben von Stein und Erden erzeugte man ein farbiges Pulver, das von Hand aufgetragen oder an der gewünschten Stelle auf die Felswand geblasen wurde. Allerorts, vor allem in Afrika und Europa, wurden die Malereien im Rahmen magischer Kulthandlungen ausgeführt. Die Jagderfolg und Fruchtbarkeit fördern oder vor Feinden schützen sollten. Die bemalten Höhlen galten lange als heilige Stätten, wo die Urzeitmenschen ihr Weltbild zum Ausdruck brachten. Heute nimmt man an, dass sie Teil eines soziokulturellen Lebensraums waren, der auch die Wohnorte und Jagdterritorien umfasste. Okay, gut. Ist wohl ein sehr lehrreiches Spiel. Boink, boink, boink. Ja, ist ja schon mal sehr viel Gameplay bisher. Zwei umzuspringen, ja, das habe ich schon rausgefunden. Das weiß ich schon, weil ich natürlich das Tutorial vorher mal kurz angeguckt habe, um einfach die Aufnahme zu testen. Und nein, nein, oh, leck mir am Arsch. Okay, noch ein Versuch. Njong. Boink. Oh, ich habe halt, ich habe wieder neues. Oh, verdammt. Hier. Babylonische Tafel bedeckt mit einer Keilschrift. Die Keilschrift. Die Keilschrift entstand in der Zeit zwischen 3400 und 3200 vor Christus. Im unteren Mesopotamien ist... Im unteren Mesopotamien und ist neben den ägyptischen Hieroglyphen das älteste bekannte Schriftsystem. Sie diente ursprünglich zur Transkription der sumerischen Sprache nach der mesopotamischen Region Sumer, verbreitete sich dann aber im gesamten Nahen Osten und wurde dort zum vorherrschenden Schriftsystem. Die Keilschrift war zunächst eine Bilderschrift. Wie in der damals üblichen stilisierten Malerei wurde ein Objekt zunächst durch seine Silhouette dargestellt. Es konnte auch ein repräsentativer Teil des Objekts abgebildet werden, beispielsweise ein Stern für den Himmel. Später verwendete man auch Objekte, um
Verben auszudrücken, zum Beispiel Brot für Essen oder Wasser für Trinken. Neben diesen Ideogrammen umfasst die Keilschrift auch Phonogramme, also phonetische Zeichen, die bestimmte Laute transkribieren. Irgendwie sehen die Buchstaben echt ziemlich komisch aus. Und zusätzliche Zeichen, zum Beispiel für die Ziffern. Die Schrift wurde nach und nach an andere Sprachen wie die akkadische, die hethitische und die elamische Sprache angepasst und blieb bis zum Beginn der christlichen Ära in Gebrauch. Aus der anfänglichen Piktogrammschrift ging nach und nach die Keilschrift in ihrer heutigen Form hervor, mit den keilförmigen Zeichen, denen sie ihren Namen verdankt. Diese wurde ihr übrigens von den Europäern gegeben, welche die Schrift im 18. und 19. Jahrhundert entdeckten. Also wir lernen wohl viel über Schrift. So, alt. Okay, ich muss wohl da drüber. Boink, 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 boink. Nein. Du kommst nicht weiter. Drücke die Taste, um es erneut zu versuchen. Ja, leck mich. Boink. Wow. Rotation, ah. Benutze L2 und R2, um das Gleichgewicht zu halten. Aha. Das kann ich. Hui. Wuhu. Ja, wo muss ich hin? Achso, ich soll ja wahrscheinlich so gerade bleiben. Und tschüss. Und weiter geht's. Dom. Oh. Da ist ein Gefahrenzeichen. Ich habe Angst. Geh wieder hoch. Mann, geht es langsam voran. Bleiben Sie wachsam. Die ägyptischen Hieroglyphen. Bam, bam, bam. Na dann. So, zack. Bam, bam, bam. Ägyptische Kunst. Stelle mit Inschriften. Die ägyptischen Hieroglyphen. Die ältesten bekannten Hieroglyphen stammen aus dem späten 4. Jahrtausend vor Christus. Dieses Schriftsystem, das fast zeitgleich mit der Keilschrift entstand, war fast 3000 Jahre lang im Gebrauch. Sein Name kommt von dem griechischen Wort Hieroglyphika, das heilige Schriftzeichen bedeutet. In der Gesellschaft des antiken Ägyptens bestand zwischen Schrift und politischer und religiöser Macht ein enger Zusammenhang. Die Hieroglyphen nannte man Medu-Necha, Gottesworte. Nur die Schreiber, gelehrte Beamte im Dienste des Pharaos durften sie verwenden. Sie malten die Schriftzeichen mit einem schräg geschnittenen Schilfrohr auf Tonscherben Ostraka oder einem papyrusähnliches Papier. Die Besonderheit der ägyptischen Schrift besteht in ihren figurativen Zeichen. Die Hieroglyphen sind Ideogramme, die für ein Objekt oder eine Handlung stehen. Sie stellen reale oder imaginäre Objekte dar, wie Menschen, Tiere oder Götter. Die ägyptische Schrift umfasst außerdem ein System von Phonogrammen, die jeweils ein oder mehrere Konsonanten transkribieren. Vokale werden nicht transkribiert. Und eine dritte Zeichenart, die Determinative, die anzeigen, welchem lexikalischen Feld ein Wort angehört. Aus der Hieroglyphenschrift entstanden in Ägypten andere Schriftarten, wie die hieratische Schrift mit vereinfachten, nicht figurativen Zeichen und die demotische Schrift, die im 7. Jahrhundert vor Christus zur offiziellen Schrift wurde. Ja. Lernstunde mit Zane, würde ich mal sagen. Na? Brumm. Na komm. Achso, das war's ja schon. Hui! Ups, ich soll vielleicht abwarten, bis da kommt, was es ist. Die chinesischen Schriftzeichen. Buddha mit seinem Schüler. Auszug aus dem Diamant-Sutra 868. Die chinesischen Schriftzeichen.
Die chinesische Schrift war ursprünglich nicht zur direkten Kommunikation zwischen Menschen gedacht, sondern sollte im Zusammenhang mit der Weisungsriten die Beziehung zwischen dem Individuum und dem Jenseits symbolisieren. Eine Legende zufolge wurde Zhang Qi, ein Beamter des legendären Gelben Kaisers, durch die Maserung der zum Wahrsagen verwendeten Schildkrötenpanzer zur Erfindung der Schriftzeichen angeregt. Das chinesische Schriftsystem besteht aus verschiedenen Zeichenkategorien. Piktogramme sind einfache Zeichen, von denen mehrere zu komplexeren Symbolen, sogenannten Ideogrammen, kombiniert werden können. Die Ideogramme können mit einem Indikator versehen werden, der auf das entsprechende Wortfeld verweist. Ferner verfügt das chinesische Schriftsystem über eine weitere Zeichenart, die Ideophonogramme, die den Großteil der chinesischen Schriftzeichen ausmachen. Sie bestehen aus einem Wurzelzeichen in Verbindung mit einem phonetischen Zeichen. Ursprünglich wurden die Zeichen etwa im Schildkrötenpanzer eingeritzt. Später malte man sie mit Tinte auf mineralischer Basis auf feinere Trägermaterialien. Den Chinesen ist auch die Erfindung des Papiers zu verdanken. Erste Vorläufe aus Bambusfasern sind in China bereits im 3. Jahrhundert vor Christus belegt. Später wurde wahrscheinlich unter dem Einfluss von Kai Lun, einem hohen Beamten am Kaiserhof der Han-Dynastie, die Technik zur Papierherstellung verbessert. Man benutzte eine Paste aus dem Bast des Maulbeerbaums, Hanf und Leinen. Das Herstellungsverfahren blieb lange ein gut gehütetes Geheimnis. Und erst im 13. Jahrhundert nach Christus gelangte das Schreibmaterial auch nach Westeuropa. Puh! Wow! Verschieben Sie Objekte, um Fallen zu meiden. Oh Mann. Hä? Wohin soll ich das verschieben? Ja, cool. Bam, bin ich gut. Bin ein Ideogramm, würde ich sagen. So, boink, 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 boink. Wall jump. Wow, jetzt geht's ab. Whee. Lehnen Sie sich an die Mauer und springen Sie in die Boink. Aha. Boink, boink. Wuhu. Boah, da muss man aber echt Timing. Zack. Komm her. So, jetzt das griechische Alphabet. Na dann. Griechische Schrift stürzte mit der Inschrift des Kaisers Justinian im 1. 538 vor Christus. Das griechische Alphabet. Das Alphabet zur Verschriftung der griechischen Sprache entstand im 9. Jahrhundert vor Christus. Anfangs gab es mehrere Varianten. Die wichtigsten sind das euböische Alphabet, die westliche Variante, und das ionische Alphabet, die östliche Variante, das sich um das 4. Jahrhundert vor Christus schließlich durchsetzte. Das griechische Alphabet ist eines der ersten Schriftsysteme, das alle Laute der Sprache darstellte und die Form der Objekte unberücksichtigt ließ. Jedem Vokal und jedem Konsonanten entspricht ein Zeichen, im Gegensatz zu semitischen Alphabeten wie der hebräischen, der moabitischen oder der phönizischen Schrift, in denen nur Konsonanten notiert wurden. Das griechische Alphabet entstand aus dem phönizischen, das durch neue Zeichen ergänzt wurde. Es umfasst 24 Buchstaben und wird bis heute zur Transkription des Neugriechischen verwendet. Ursprünglich bestand es nur aus Großbuchstaben, im Laufe der Zeit kamen dann kleine Buchstaben hinzu. Im antiken Griechenland spielte die Sprache eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben und viele Menschen konnten lesen und schreiben. So war der Schrift bald nicht mehr das Privileg einer kleinen Elite religiöser Würdenträger, sondern eroberte den öffentlichen Raum, auch wenn ihr Einsatz nach wie vor beschränkt war. Das griechische Alphabet diente als Vorbild für zahlreiche weitere Alphabete in Europa und im Mittleren Osten, wie das etruskische Alphabet, aus dem später das lateinische Alphabet hervorging. Meine Güte. Uiuiuiui. Ja, dann hüpf. Und hüpf. Ja, man lernt sehr viel bei dem Spiel. Man hüpft ein bisschen rum. Weiße Kugeln. Dieser dritte Punkt ist vielleicht der Schlüssel. Halt, falsche Richtung. Boink. Niu. Niu. Da wäre ich doch auch so drüber gekommen, oder nicht?
Jo. Boink. Naja, wir haben das nächste zum Lesen. Na, warum ist hier? Ich krieg's nicht auf. Okay. Widmungsinschrift auf der Trajansäule, Italien. Das lateinische Alphabet. Das lateinische Alphabet beruht auf dem Alphabet der Etrusker, einem Volk, das im Zentrum der italienischen Halbinsel lebte und dessen Schriftsystem seinerseits auf dem euböischen Alphabet basierte, einer westlichen Variante der griechischen Schrift. Das lateinische Alphabet diente ursprünglich der Transkription der lateinischen Sprache, die von den Einwohnern der Stadt Rom und der umliegenden Region, dem Latium, gesprochen wurde. Nach und nach verbreitete sie sich dann in ganz Westeuropa und darüber hinaus. In der Zeit von 27 vor Christus bis 476 nach Christus entwickelte sich das Römische Reich zu einer der größten politischen Einheiten der Weltgeschichte und beherrschte den ganzen Mittelmeerraum. Die römische Kultur hatte weitreichenden Einfluss auf die Mittelmeerländer, vor allem in sprachlicher und nach der Hinwendung des Kaisers Konstantin zum Christentum im Jahr 312 nach Christus auch in religiöser Hinsicht. Ferner sicherten die Römer die Überlieferung der antiken griechischen Kultur, indem sie zahlreiche Texte übersetzten und die griechische Sprache und ihr Alphabet bewahrten. Fakelaki. Das lateinische Alphabet umfasst 26 Grundbuchstaben, ursprünglich nur Großbuchstaben. Erst unter der Herrschaft Karl des Großen, 768 bis 814, schuf dessen Berater Alcuin die karolingische Minuskel, aus der die modernen Formen des lateinischen Alphabets hervorgingen. Heute ist dieses Alphabet neben dem kyrillischen das meistverwendete Schriftsystem in der westlichen Welt. Martin, wenn es den Spaß macht. So, ja. Gucken, ob wir die immer vor uns herschieben müssen. Ui. Ah. Boink. Origins. Boink. Origins. 30.000 AV Jesus Christus. Glückwunsch, Sie haben die Spielanleitung fertig. Haha. Na dann. Das war auf jeden Fall jetzt mal die erste Folge von Typewriter. Muss ich kurz überlegen, wie das Spiel heißt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall sehr lehrreich. Ich bin mal gespannt auf die nächsten Folgen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Haut rein.